gleichzeitig den Titel. Wenn Werbung wirklich wahr wäre, wären wir wesentlich weniger wunderlich. Wenn Werbung wirklich wahr wäre, dann gäbe es irgendwo, vermutlich hinter Düsseldorf, einen Ort, an dem auf einer Fläche von mehreren Morgen Auenland ganze Hundertschaften rotbackiger Bauersfrauen in großen hölzernen Bottichen Landliebe Joghurt trinken würden. Wenn Werbung wirklich wahr wäre, dann wäre der krönende Abschluss eines gelungenen ersten Dates die ultimative Erfüllung sämtlicher romantischer Vorstellungskraft die, dass Hohmann Eiersalat-Aufstrich im Kühlschrank ist. Und? Willst du vielleicht noch mit hochkommen auf den Eiersalat? Apropos Romantik. Die beiden häufigsten Fernsehwerbungen derzeit sind Hotelwerbung und Singlebörsen. Wir wollen bumsen, jedoch nicht zu Haus. Wer soll noch den ganzen Eiersalat wieder wegmachen? Partnerbörsen sind ja auch so eine Sache. Ich bin natürlich aus reiner Besorgnis überall dabei. Besonders gut gefällt mir Elitepartner. Singles mit Niveau und Akademiker. Man kann auch, wenn man studiert hat, ein niveauloser Sack sein. Wo ist denn da der Zusammenhang? Ich stelle mir die dann immer vor, wie sie da sitzt. Die Elite. In einem ledrig überbackenen antiquarischen Ohrensessel sitzen sie im Schein einer elfenbeingrünen Stehlampe aus der Kolonialzeit. Vor einem in Mahagoni gegossenen Rechner aus dem 17. Jahrhundert. In der einen Hand ein Glas Schrotträger, in der anderen einen langschwiegen Gänsekiel. Und dann tippen sie mit dieser langen Gänsekiel auf die Tastatur und beweihräuchern sich gegenseitig. Siehe, der Anblick eures Profilgemäldes ist wahrlich erquickend. Wenn Werbung wirklich wahr wäre, wäre in Oreo-Keksen wirklich Milch und in Fruchtzwergen wirklich Fruchtpünkt. Oder Zwerge. Oder überhaupt irgendetwas. Wenn Werbung wirklich wahr wäre, dann wäre die lila Kuh an Farbvergiftung gestorben. Danach vermutlich zu Biofleischburger verarbeitet worden. Biofleisch ist ja der neueste Trend jetzt bei den Fastfood-Ketten. Verändert nicht dein Leben, aber dein Mittagessen. Biofleisch, was ist das denn? Entweder das Tier ist tot oder es ist Bio. Angeklagte, sie haben 80 Menschen ermordet. Ja, wieso? War das Fenster auf, ist doch Bio. Aber wir fühlen uns gut und vital und gesund, nur weil irgendwo Bio draufsteht. Deswegen saufen wir auch grüne Cola, weil die gesund ist, weil da kein Zucker drin ist. Im Kloreiniger ist auch kein Zucker, sauf ich Kloreiniger? Die Rezeptur von Coca-Cola ist ja seit jeher geheim. Fragt sich da keiner warum? Ich wette, die machen da Eiersalat rein. Die McDonalds Kinderhilfe hat immerhin ein Konzept. Denn wenn der kleine Kevin im Alter von 9 Jahren seine 4. Bypass-Operation braucht, weil seine dümmlichen Eltern ihn zeitlebens mit Fastfood-Mist vollgestopft haben, dann ist McDonalds für die Familie da. Der McDonalds ist jetzt sozial, gesund und familiär. Genauso wie Nestle oder Monsanto. Die sind so menschlich, der Oberheiliger hat mal gesagt, Wasser ist kein Grundrecht des Menschen. Ein wahrer Uranus in einer ganzen Galaxie von Arschlöchern. Und wir reden hier von normalem Trinkwasser. Das reicht uns ja schon nicht mehr. Wir brauchen Barbecks Sauerstoffaktivwasser mit Papaya, Sternfrucht, Ingwer, Kümmelgeschmack. Weil wir immer mehr wollen und weil wir niemals zufrieden sind. Weil die Werbung will, dass wir immer mehr wollen und niemals zufrieden sind. Weil wir nicht mehr wissen, wie sich eine Frucht anfühlt oder wie ein Gewürz riecht. Beim Penny heißen die Gewürze Pommes und Pizza. Es gibt fertigen Gurkensalat im Glas zu kaufen. Gurkensalat besteht zu 100% aus geschnittenen Gurken. Sind wir nicht mal in der Lage, eine Gurke zu schneiden? Dabei gibt es da ja Hilfe. Denn wenn Werbung wirklich nicht mehr wahr sein darf, dann lasse ich mir auf einem der unzähligen Shopping-Kanäle von einem manischen Moderator erklären, warum ich unbedingt den Nicer Dicer brauche.
oder ein von der NASA entwickeltes Messerset oder ein Mixer, mit dem ich mühelos Sand, Glas und Ziegelsteine zertrümmert habe. Und dann überlege ich mir, wann habe ich eigentlich zuletzt Bauschutt über mein Hüschen gestreut. Aber unsere Generation kann die Welt ohnehin nicht mehr verändern. Die neue Generation, die jetzt kommt, die hat die Macht, unsere Erde zu einem besseren Ort zu machen. Die können wirklich was bewegen. Ja, weil die Windows 10 haben. Was hatten wir damals? Karl Klammer, da kann nichts aus. Jeder kann die Welt verändern, egal wie alt man ist. Lasst euch nicht vorschreiben, was ihr trinken, essen, lieben oder denken sollt. Und vor allem, lasst euch nicht verarschen. Und wenn Werbung kommt, dann schaltet einfach mal ab. Herzlichen Dank.